Stefan Mutul. Ich bin der neue Hoforganisten an der Pfarrei St. Leodegar am Hof in Luzern in der Schweiz. Diese neue Tätigkeit fand für mich hier in Luzern ein neues Kapitel auch im Leben an. Nach meinen Studien in Belgien, wo ich ursprünglich kam, aber auch in Deutschland und in Frankreich, wo ich Orgelimprovisation, Musiktheorie und Kirchenmusik studieren konnte, fand hier für mich diese neue Position. Mit der Orgel gefällt mir immer die gleiche Idee, dass die Orgel wie ein Orchester behandelt werden kann. In der Tat muss man immer zwischen vielen Registern wählen und da erbreiten wir eine ganze Klangwelt mit Millionen Möglichkeiten. Ich bin stolz, auf diese Orgel spielen zu dürfen, wo vor mir viele Menschen und Persönlichkeiten aus der musikalischen Welt gespielt haben, wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Clara Schumann, Richard Wagner, Anton Bruckner, Franz Liszt und Marie-Claire Alain. Hier in Luzern haben wir eine sehr alte Dame in der Hofkirche. Diese Dame wurde einfach in 1640 gebaut durch den Österreicher Orgelbauer Johann Geisler. Der Geisler hat in dieser Zeit eine unglaubliche Idee gehabt. Er wollte die größten und schwersten Pfeifen in Europa bauen lassen und er hat diese Herausforderung geschafft. In der Zukunft möchte ich viele internationale Verbindungen kreieren. Ich möchte gerne viele Künstler, Musiker aus der ganzen Welt einladen. Ich freue mich auf den Kontakt mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, die das Orgelspiel auch lieben.